zwischen Hitze, Dampf und Eis. Werkstattküche. Die Mutter aller Einbauküchen und ihre Schöpferin. Erhitzt, die Geschichte des Herdes und kaltgestellt, Spannendes zum Kühlen. Koch mal wieder mit Dampf und Induktion. Und in Swissmade, was die Schweizer Küchennorm und die Rote Kelle gemeinsam haben. Das ist natürlich schon essentiell, wie, was für eine Atmosphäre in der Küche vorherrscht. Weil, schauen Sie sich an, wenn es irgendwo eine Party gibt oder so, zum Schluss enden alle in der Küche. Das ist nicht nur in einem schlechten Film so, das ist im tatsächlichen Leben eigentlich auch so. Rückblickend auf die letzten 10 Jahre vielleicht, kriegt die Küche doch auch immer einen größeren Stellenwert. Sie werden daher auch größer, die Geräte werden vielfältiger. Früher hat man eine Herdplatte gehabt, ein Abwaschbecken und einen Backofen. Heute hat man einen Steamer, einen großen Kühlschrank. Man hat, wie in dem Beispiel, ein Wokfeld. Die Küchen werden größer. It has shifted from being a room. Es hat eine Verschiebung stattgefunden. Der Raum, der vorwiegend zum Kochen genutzt wurde, ist heute das eigentliche Herz des Heims, wo man gerne Zeit verbringt, sich mit Freunden oder der Familie trifft. Es geht nicht mehr nur ums Kochen, sondern um alle Aktivitäten zu Hause. In den Anfängen war die Küche kein spezieller Raum, sondern eher das Umfeld der Feuerstelle, die sich immer mehr zu einer Herdanlage oder einem Herd entwickelte. Die erste elektrische Küche übrigens entstand bereits in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts in den USA. Anfang des 20. Jahrhunderts kann man sicher von einer Art Entdeckung der Küche als architektonisches Thema, aber auch sonst als gesellschaftlich relevantes Thema sprechen. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war die Küche, sagen wir, architektonisch, gestalterisch eigentlich eher im Hintergrund. Es war kein großes Interesse da. Es war wie ein nötiges Übel, was man einfach hat irgendwo im Grundriss unterbringen müssen, meistens noch vielleicht in einem Nebentrakt. Um die Jahrhundertwende war dann bei den Architekten auf einmal mehr Interesse da. Das heißt, vor allem natürlich im Jugendstil, Thema Gesamtkunstwerk. Man kann nicht einfach ein Haus bauen, das gestalten, ohne jetzt die Küche auch darin einzubeziehen. Nach dem Weltkrieg gibt es natürlich sehr starke gesellschaftliche, politische Veränderungen in ganz Europa, wenn wir von Europa ausgehen. Die Wohnreform ist ein wichtiges Thema. Es müssen